Hallo, mein Name ist Markus Zaplatnik. In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie mit Marvel Client den Eclipse-Teil des Node Standard Clients verwalten können. Wir wollen Ihnen zeigen, wie Sie ein Plugin installieren, wie Sie den Feedreader verstecken können und wie Sie die Bookmark-Leiste andocken und auf große Icons umswitchen können. Sehen wir uns einmal an, wie ein Admin diese Aktionen konfigurieren könnte. Als erstes erzeugen wir einmal die Plugin Install-Uninstall-Aktion. Wir wollen ein Plugin installieren, in dem Fall den File Explorer von OpenNTF. Wir wechseln den Install-Type auf Eclipse Install-Only. Eclipse Install-Only ist ein Installationstyp, der einige Dinge schneller und effizienter macht, allerdings nicht mit jedem Plugin-Typ gleich gut funktioniert. Sie müssen hier also ausprobieren, ob er für Ihre Plugins funktioniert oder nicht. Die nächste Option ist Enable Plugin Immediately. Diese Option ermöglicht es, dass ein Plugin direkt nach der Installation in Betrieb genommen werden kann, ohne einen weiteren Client-Start zu erfordern. Nun geben wir an, welche Update-Zeit verwendet werden soll. In diesem Fall ist die Update-Zeit auf einem Netzlaufwerk, auf H. Sie kann aber auch auf einem Webserver liegen oder in einer Node-Datenbank. Sie können sogar die Update-Zeit verpacken und mit einer Marvel Client File Deployment Aktion auf Ihre Clients ausrollen, falls diese anderen Optionen nicht möglich sind. Es handelt sich hier um den File Explorer von OpenNTF. Das Site.xml beinhaltet die Informationen über die Plugins, die in der Update-Zeit liegen. Wir schauen da jetzt hinein. In diesem Fall hat die Update-Zeit nur ein Plugin. Wir nehmen uns die Feature-ID, denn diese wird verwendet, um zu identifizieren, welches Plugin aus der Update-Zeit installiert werden soll. Wir wechseln zurück zur Aktion und geben die Feature-ID an. Update-Sites können ein Plugin oder auch viele Plugins oder Features beinhalten. Sie können in dieser Aktion konfigurieren, welches Sie installieren wollen oder auch ein ganzes Subset oder alle Plugins aus einer Update-Zeit installieren. Wir haben eingestellt, dass Marvel Client die neueste Version des Plugins verwenden soll. Man kann hier auch eine spezifische Version angeben, falls nötig. Die Aktion ist jetzt fertig. Wir speichern. Und wir binden uns nun dem Verstecken des Feedreaders zu. Diesen verwenden wir nicht. Hierzu verwenden wir ein vorkonfiguriertes Beispiel. Marvel Client kommt mit vielen vorbereiteten Beispielaktionen, die häufige Fälle bereits lösen können. In diesem Fall verwenden wir Hide Feeds. Schauen wir uns die Aktion einmal an. Eine normale Eclipse-Config-Aktion, die einen Wert setzt. In dieser Aktion müssen wir nichts anpassen. Wir aktivieren die Aktion. Gut. Als letztes wollen wir die Bookmark-Leiste andocken und die Icons groß machen. Dafür erzeugen wir eine Eclipse-Set-Config-Aktion. Wir geben ihr wieder einen guten Namen. Hier wollen wir zwei Eclipse-Eigenschaften setzen. Einmal dockt Launcher auf 1, das dockt die Bookmark-Leiste an. Und eine zweite Eigenschaft wollen wir setzen, und zwar use large icons. Auch in dieser Aktion brauchen wir sonst nichts mehr einstellen. Wir können die Aktion speichern. Um eine saubere Config-Datenbank zu gewährleisten, kategorisieren wir diese Aktionen auch gleich. Nun sind alle Aktionen konfiguriert. Jetzt schauen wir uns einmal an, wie dies vom Standpunkt des Endbenutzers aussieht. Wir sind hier im Client des Benutzers. Sie sehen hier, die Bookmark-Leiste ist weiterhin ein Open-Button. Der Feedreader ist sichtbar und das Plugin ist noch nicht installiert. Wir starten jetzt den Node-Client neu. Während des Starts von Nodes lädt Marvel Client neue oder veränderte Aktionen herunter und führt diese auch aus. Manche Aktionen werden auch erst nach dem Start des Node Clients ausgeführt, wie in diesem Fall.
Hier sehen wir jetzt auf der linken Seite, wie die Bookmark-Leiste angedockt wurde und die Icons auf groß geschaltet wurden. Rechts sehen wir den Feedreader, der gerade jetzt verschwindet, und das File Explorer Plugin, welches installiert worden ist. Der Feedreader ist weiterhin vorhanden, wie man hier sehen kann. In diesem Video haben wir Ihnen gezeigt, wie Sie mit Marvel Client Eigenschaften des Eclipse Clients managen können, zum Beispiel ein Plugin installieren oder auch Eigenschaften setzen, die das Interface beeinflussen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video.